Warum sagen so viele Christen, was hat er noch zu tun? Oder sie, Maria? Die ist jetzt vorbei. Oder man sagt sogar, ja, sie hatte noch mehrere Kinder gehabt, die Gottesmutter. Nachher mit dem eigenen Josef. Glaubt ihr tatsächlich, dass ein Tempel, denn dass Gott, die zweite Person in Gott, in ihren Schoß hineinging, wie musste denn diese Schoß beschaffen sein? Die Anna und Joachim konnte das nicht schaffen. Das musste, der Heilige Geist hat sie gebildet und ihn vorbereitet. Er hat sie gebildet. Das ist eigentlich eines der größten Wunderwerke Gottes. Und jetzt war da der allmächtige Gott war da drinnen und da sollen dann auch noch andere Kinder hineingegangen sein. Wenn ich die Monstranz habe, jetzt meine, wo der Heiland drin ist, dann tue ich da nicht dann nachher mal sonst einfach sonst etwas rein, Stück Fleisch oder was. Ich gehe auch mit der Monstranz nicht in ein WC hinein. Dieser Schoß Mariens, das ist ein Tempel vom Heiligen Geist gemacht. Und da konnte nicht mehr was anderes hineinkommen. Wenn selbst eine Klosterschwester kann jungfräulich sein, wieso denn sie nicht? Aber es ist Satan, der die Freude hat, sie. Und das ist auch bei ihm. Glaubt ihr, wenn jetzt Maria einfach so vom Heiligen Geist das Kind bekommen hätte, dann würde sie gesteinigt werden, weil sie ja anscheinend nicht verheiratet war oder fremdgegangen ist, ein Kind. Sie würde gesteinigt werden. Und mein Lieben, so gescheit ist Gott auch, oder? Sogar bei einem Mann. Aber nicht so mit einem Löckchen da. Sondern er war, hatte viel Ähnlichkeit mit Jesus. Sag's nochmal dumm, so gescheit war Gott auch. Dass man nicht sagen kann, ja, das Kind kommt doch nicht mal von dem alten Ding da, Kruschelding da vorne. Sondern man konnte sagen, ja, das kann jetzt tatsächlich von ihm sein. Und er war nicht 80 Jahre, 60 Jahre alt, als sie sich vermählten, sondern er war im besten Alter, über 30, wenig über 30. Und er sah rassig aus. Ich kann jetzt, als Mann kann ich so über Männer reden, ich weiß nicht. Ich weiß bei Frauen, was hübsch ist bei den Männern, weil keine Ahnung. Manchmal zählt mehr, was herausleuchtet, als was äußerlich ist. Und er war da als Schutz. Und wenn man neben einer solchen Jungfräulichkeit, wo vom Heiligen Geist gebildet wurde, dann muss es also der beste Mann sein, den es je gab. Und er hat das so glorreich verstanden, so fantastisch. Seine Geduld, seine... Schaut, keine Wunder weiß man von ihm zu sagen. Nichts bekannt. Und ist unter den Heiligen der Größte. Über Petrus in seiner Art. Aber Josef hat eines... Er hat die ganze, er ist nicht nur Patron für das oder für das oder für dies, sondern im Ganzen.
Ich sah ihn mal als Jesus auf dem Throne saß, da wurde über etwas entschieden, über einen Menschen. Und das wurde über einen Menschen entschieden, wo eigentlich sonst immer zum heiligen Josef eine Verehrung hatte. Aber er hatte nebenzu auch noch anderes, was weniger so dem Josef gefiel. Und Jesus wollte in der Gerechtigkeit urteilen. Dann sage ich ihn so, ich kann es nicht anders, versteht ihr, ich muss immer es menschlicher, erdlich erklären, denn die Kugel da auf dem Hals schafft das nicht, die ist nur irdisch. Vielleicht das, Herz. Und ich sah ihn hinter dem Heiland so leicht schräg stehen, so wie man bei Königen mal die Berater sieht, wo dann nachher etwas reinsagen. Und ich sah, wie der Heiland jetzt war, und das war aber doch einer, den der Josef doch besonders mochte, trotzdem. Und das ging auch runter zu dem Heiland ins Ohr. Und der Heiland schaut ihn an und er liebt den Josef. Also gut, Vater, er sagt auch ihm Vater. Leider Gottes meint man, die Heiligen da oben, ja, die sitzen nur noch auf dem Stuhl und machen nichts mehr, oder was? Ja, die Maria hat, ja, sie war schon eine große Frau, aber jetzt ist das vorbei. Es hat geheißen, nur Jesus, Jesus, Jesus macht alles und so. Das wäre ein armer, armer König, wenn er nicht einmal seine Mitarbeiter hätte.